Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Away mit mir, dem Jan. Jetzt mache ich da weiter, wo ich in der letzten Folge aufgehört habe. Alter, ist das Spiel laut. So, und gehe hier durchs Tor. Bin ich Fürst 9 Levels. Okay, erstmal muss ich hier wieder ein bisschen reinkommen. Also, ich habe hier solche Zeichen, okay. Ihr habt keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich habe einfach nur drauf gedrückt, ey. So. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Nee, ich verstehe es nicht. Ach so, warte mal. So, ist einmal hier außen rum. So, dann geht die Tür auf. Was haben wir hier hinter? Einmal ein Brief. Ich mache jetzt Fortschritte. Es fühlt sich so gut an. Ich sollte in kürzester Zeit da sein. So, dann hier. Zepter. Kann ich damit was machen? Ich habe hier zwei Zepter. Okay. Guck ich noch hier, was passiert, wenn ich das hier hoch mache und den anderen runter. Dann entsteht hier ein Plus. Okay, hier komme ich nur dahin zurück. Hier ist nichts, das andere war, meine ich, beide drin. Ein X. So. Kann ich hoch? Aber ich muss ja irgendwo erstmal Licht herbekommen. Hier geht's noch weiter.
Ist das einmal für die Tür und einmal für die irgendwie? Ist ja gar nichts. Irgendwie muss das ja runterfahren. Okay, also die Stange ist runtergefallen. Damit werde ich die Tür aufbekommen. Ey, ich meinte, das Ding runtergefahren bekommen. So. Ah, okay. Hebelwirkung und so. Aber wo ist das Ding denn jetzt hin? Ach, jetzt ist es wahrscheinlich hier auf die andere Seite gefallen. Gut. Hier ist das Tor. Auf ins nächste Level. Machen wir kurz mal hier von Bild. So. Dann gehe ich hier zu 2. Wo ich dann einmal das Bild, was ich gerade gemacht habe, benutze, um hier die Dinger aufzumachen. Okay. Das ist Nummer 1. Hier hinten irgendwie was. Die andere Seite vielleicht dran. Nee, sieht nicht so aus. Vielleicht muss ich auch einfach nur nach oben für die anderen. Also, wir haben auf jeden Fall schon mal für dieses Tor 2 Dinger. Einmal dieses Viereck ist das Ding. Und der Pfeil war das hier. So, bei der 1, Tor 1 ist hier. Haben wir das M. Dieses Ding. Die drei Striche.
Und das. Mal sehen, was hier oben ist. Ein Hebel und der Code für die Tür 3. Okay, es sieht schon wieder so aus, dass hier irgendwie ein Strahl kommt. Warum kann ich denn hier hin? Keine Ahnung. Auf jeden Fall erstmal wieder runter. Ich kurz noch hier in Tür 2 gucken. Was hier oben ist. Da habe ich was gesehen. Ach so, okay, der Laser muss hier rüber, dann prallt er wahrscheinlich da ab. Ja, und dann muss er da oben dieses Ziel berühren. Tür 3. Ich glaube, das ist falsch rum. Ja. Also, wenn man das alles umdreht, kommt hier dieses M. Ja, das Zeichen. Über dem M kommt dieses L und dort andere. Und das ja gut. Gut, ich das erstmal falsch gemacht habe. 0 statt M, da brauche ich jetzt kein Bild von machen. I keep looking up, but I can't see what's above me. I wish I was a bird. Okay, also hier kommt das M beim Kreis. Natürlich. Aus irgendeinem Grund geht plötzlich Strahl nach oben. Okay, auch erreicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das zum Drehen bringen muss. Ist ein Boot. Bin ich jetzt gerade mit dem Boot gekommen? Quasi. Was haben wir denn hier drin? Hm.
Okay. Okay, das war's. Einmal den das Ding nach oben gepumpt. Noch mal so ein Ding. Sonst noch was? Weil irgendwo müssen ja immer drei Zettel liegen. Ich habe noch nie drei in einem Level gefunden. Okay, da komme ich noch nicht dran. Jetzt kann ich das hochpumpen und kann mir das Ding hier nehmen. Okay, ich fahre nochmal runter. Und guck genau, was in dem anderen Raum ist. Und dann muss ich da wahrscheinlich irgendwie was zusammenfügen. Kann immer mit R Fotos machen, das wusste ich gar nicht. Also, was muss ich jetzt hier machen? Ich muss gar keine Fotos mit dem Handy machen. Ich verstehe zwar nicht, warum der Titel immer schwarz ist. Warte mal. Also wenn ich jetzt hier quasi mit R ein Foto mache. Dann sehe ich das hier nicht. Warum denn? Warum ist das denn ein schwarzes Bild? Also geht das so nicht.
Eins gibt's hier nicht irgendwie. Also das ist die 3. Stimmt nicht, das ist die 4. Aber warum sind die denn jetzt hier verbunden? Also ist das die 1 und das die 2. Ich verstehe es nicht. Das ist 4. Das ist 2, das ist 3. Okay, doch so. Aber warum sind diese Linien zusammen? Habe ich nicht so verstanden. Dann würde ja viel mehr Sinn geben, wenn sie nicht zusammen wären. Ich verstehe das hier alles gerade nicht so wirklich. Wo soll ich denn wissen, wie ich die Dinger hier einordnen soll? Habe ich hier draußen irgendwas übersehen?
Oh, ist das Ding da oben? Ding habe ich doch unten benutzt, ne? Okay. Was? Wo habe ich das? Ich habe das doch hier rausgeholt, oder? Oder habe ich überhaupt gar nicht so ein Ding bekommen? Habe ich denn hier rausgepumpt? Weiß es nicht mehr. Rausgucken kann ich hier auch nicht. Aber wofür sind die Dinger denn hier?
habe nicht gesehen, dass der eine da nicht dran ist, Mann. Also hier kommt das hin. Gut. Weiter geht's. Wieder nach oben, das Ding da einmal absetzen und hoffentlich dann durchs Tor kommen. My progress has crawled to a halt. Almost a month has passed since I got through the last temple. Is there an end? So, dann würde ich jetzt aber erstmal sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.